Hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me und ich starte den Part mal wieder wie gewohnt mit unserem Tagebuch und ich sollte ja jetzt ein bisschen mehr gefunden haben an Sachen. Ja, ich habe nicht nur eine Menge wahrscheinlich wieder an denen. Die habe ich jetzt schon alle. Ah, das war der Reuer. Reuer sind die entwickelsten und komplexesten Vertreter der Lipa. Größer und intelligenter verstecken sie sich unter Menschen, indem sie ein falsches Bild von sich in Sensens in der Nähe projizieren. Sie sind die Führer der Lipa-Gesellschaft. Ja, also die mag ich auch echt am wenigsten. Die sind echt gemein. Aber was mich natürlich viel mehr interessiert, ist das hier alles. Und Nillen ist gesperrt, aber Olga haben wir jetzt. Ah ja, lesen wir einfach mal Olga. Olga Sadova ist eine auf das Aufspüren gefährlicher Krimineller spezialisierte Kopfgeldjägerin und gehört somit zweifellos zu den Besten in ihrem Bereich. Sie und ihr Ehemann David sind die berühmtesten Fährtensucher in Neo-Paris. Die ursprünglich aus der Ukraine stammende Olga Sadova erlangte als Kopfgeldjägerin in dem Duo, das sie mit ihrem Ehemann David gründete, Berühmtheit. Sie lernten sich während der turbulenten Jahre des Wiederaufbaus von Neo-Paris kennen, als Polizeioperationen privatisiert wurden und es zu einem starken Zuwachs an Kopfgeldjägern kam, die sich verpflichteten, die Anordnung des Rechtssystems durchzusetzen. Sie schlug vor, ihre Expertisen zu vereinen und aus dem Paar wurde eine berüchtigte effektive Partnerschaft. Für seine Effizienz und Erbarmungslosigkeit bekannt, brach für das Duo während der großen Erroristenjagd von 2082 ein goldenes Zeitalter an. Sie nahmen 37 Erroristen fest, ein Erfolg, der ihnen im selben Jahr die Tod- oder Lebendig-Auszeichnung einbrachte. Aber es liegt ein Schatten über der beeindruckenden Statistik des Sadova-Paares. Gerüchten zufolge wird David von einer Erinnerungsstörung geplagt. Er hat nie ein Geheimnis aus seiner Sucht gemacht, die er in seinen frühen Fährtensucherjahren entwickelt hat, als er die Erinnerung seiner Ziele in seinen eigenen Geist implantierte, um sie besser zu verstehen und effektiver aufspüren zu können. Er hat sich in den letzten Monaten aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückgezogen und lässt Olga allein flüchtige Kriminelle verhaften, eine Aktivität, der sie nach wie vor mit grausigem Eifer nachgeht. Okay. Das zu Neo-Paris VIPs. Dann haben wir die Technologie, Memorize und Sensen. Nehmen wir mal die Geschichte von. Haben wir da jetzt was Neues? Ja, neues Wirtschaftsabkommen, glaube ich. Und die Sinnflut, das haben wir auch noch nicht. Das mache ich dann aber ein anderes Mal. Jetzt geht's erstmal weiter. Die Drohne, die kann ich ja noch abwarten. Dann sind die beiden im Schwall los. Weg mit euch. Und dann ist für mich jetzt auch schon wieder so die Frage, kann ich in der Ecke noch wieder irgendwas finden? Oh, oh, ich muss aufpassen. Ja, selbst wenn ich was finden kann, sehe ich es jetzt leider gerade nicht. Nö, habe ich nicht gefunden. Könnte auch noch eine Runde drehen, möchte ich jetzt aber gerade nicht mehr. Und dann gehe ich hier mal lang, weil da ist ja der Edge lang, obwohl... Frag nicht, was du für Monopolis tun kannst. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Da will ich nicht lang. Dann gut, dann gehe ich mal hier lang, weil hier ist er ja lang, der Trace. Stoppt sie! Ah, schon wieder. Leute, Leute, Leute. Ja. Nee, ist klar. Wow, okay. Nein, 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 weg da. Okay. Autschi. Okay, machen wir mal. Was mache ich denn? Was ist denn DOS? Reagieren die da drauf? Der reagiert da, wow, okay, der reagierte da nicht drauf, der Schwarze, aber das bringt mir nichts, wenn die anderen nicht darauf reagieren, auf das Sensen DOS oder DOS, wie man es auch aussprechen will. Dann also lieber was anderes. Ich habe doch hier dieses Ruhe in Frost in Frieden Ding. Aua, weg, 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 weg. Oh Gott. Ah, weg da. Nein, weg da. Weg. Ich hab Angst.
Okay, das hier, das will ich, genau. So, jetzt könnt ihr euch alle gegenseitig in die Luft sprengen. Boah, meine Gesundheit ist schon wieder so im Arsch, dass ich gleich alles schon wieder normal machen kann. Die erhöhen auch so voll ihren Radius. Voll gemein und so. Ich gebe mir Mühe. Hier, Logikbombe und so. Mach doch mal. Hehe, Ashy Bash. Oh Mann, oh. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich habe kaum Gesundheit mehr. Nein! Oh, der hat mich gerade noch so von hinten erwischt. Ihr habt's gesehen. Ich war eigentlich richtig gut. Ich bin gut dabei. Also gut, ich schaff's zwar alles nicht ohne mal sterben und darf den ganzen Dreck hier wahrscheinlich nochmal jetzt machen, aber weg, weg, weg! Also, irgendeiner kriegt einen auch immer, ne? Das ist so fies, die kommen so schnell. Oh, unglaublich. Ich weiche aus. Ich weiche echt aus. Geh weg. Gott. So schwer. Da musst du früher aufgehen. So machst du nicht lange weiter. So, was wollte ich jetzt? Das hier, ne? So, tschüss. Regeneriere ich mich wenigstens ein bisschen Stück für Stück. Ja, ja, ist gut. Hallo, ich bin dran. Nein! Nein, lasst mich. Bleibt irgendjemand von euch stehen? Ach, ich mach mal eine Sensitarnung. Und schalte ihn hier aus. Dann ist schon mal einer weniger, ne? Sehen wir es noch einfach mal so. Hallo? Ohne Logikbombe geht doch auch. Na komm. Ja, setz sie drauf. Voll die Zeitlupe hier gerade. Ja, wir haben es verstanden. Logikbombe. Weg. Was war das denn? Alles klar. Oh, Gott sei Dank, geschafft. Juhu. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin nicht so oft gestorben. Es ging eigentlich. Also ich finde, es ging. Da kann ich aber auch lang. Nee, da komme ich her, ne? Ich weiß, ich bin immer ein bisschen orientierungslos, aber ist halt so.
Gesundheit. Eindringlinge befinden sich hier in unserer Oase von Nemo. Nein! Oh, ich bin voll in die Drohne reingelaufen. Mann! Verdammt! Warum passiert mir das immer wieder? Ich lese die Warnungen einfach gar nicht mehr. Hier sind ja überall immer irgendwelche Werbebanner und Werbeschriften, die auftauchen. Ich krieg das immer nicht mit. Freunde und Anwohner, hier spricht Charles Cartier-Wells. An alle, die dies hören. Stand aber auch gar keine. Voll gemein. Man kriegt das gar nicht mit. Bleib standhaft und ruhig. Gemeinsam. Ich glaube, das ist keine so gute Idee, was ich hier mache. Geh doch mal weg da! Hier war aber nichts mehr, ne? Oder? Leuchtet das da für mich? Nee, das ist nur die Lampe. Okay. Ja, dann spring doch mal daran vorbei. Echt, die läuft hier einfach nicht dran vorbei. Ah. Ich warte. Und? Ja, ein Skaramech gefunden. So. Game over, Trace. Nein. Ihr wollt mir auch immer eine neue Herausforderung geben. Er ist schon einer von Ihnen. Ich durchsuche trotzdem sein Gedächtnis. Man weiß ja nie. Monopolis ist kein Palast für Privilegierte. Monopolis ist die Vision von Charles Cartier-Wells. Der erste mutige Schritt hin zu einer friedlichen, wohlhabenden Gesellschaft für alle. Immer etwas Neues. Man bleibt hier echt immer auf dem Laufenden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gott, sie müsste nur einmal runterrutschen, dann wäre sie tot, ganz ehrlich. Ja, selbst schuld. Kann ja auch nicht alles immer dafür gedacht sein, da rumzuhangeln. Hast du die Codes? Nur Fetzen und Emotionen. Aber auch das Fragment eines neuen Rätsels. Vielleicht noch einem Mnemonik? Sein Gedächtnis ist mit denen der Lipa verschmolzen. Was meinst du? Du musst das Gedächtnis dieser beiden Mutanten durchwühlen, um das Rätsel endgültig zu lösen. Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. Okay, da hat was gelb geleuchtet, da kann ich was machen. Warte mal, da liegt da nicht was für mich noch? Lieber noch mal einmal lang gucken. Ich bin noch geheilt. Auf einmal sind hier so viele Heilungskästen. Erste-Hilfe-Kästen, sozusagen. Na gut, dann gehe ich jetzt hier hoch. Ist wieder was für mich. Vielen Dank. Gut, haben wir das auch gefunden. Aber was soll ich jetzt machen? Ich muss hier nämlich irgendwas. Ah, ich kann das anschalten. Zum Harmonie-Einkaufszentrum. Mhm. Dann möchte ich jetzt aber auch ein bisschen Harmonie hier haben. Wirkt aber nicht so harmonisch. Sie sind entwischt. Was geht mit euch denn hier ab? Ich höre ein Skaramech. Da ist er. Du stehst auf unserer Liste.
finde euch alle. Okay. Hier ist es ein bisschen zugig. Das erinnert mich gerade an die Stelle aus dem neuen Tomb Raider Spiel, wo man da hinten auf der Insel auf so einer Brücke steht, wo der Wind ganz stark von der Seite kommt und man in so eine versteckte Ecke dann kommt. Da ist sie dann so richtig gegen angelaufen und ganz langsam gegangen. Das war ganz cool eigentlich. Seht ihr aber auch nochmal, wenn ich es dann LPE... Oh! Oh, 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 oh. Weg, 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 weg! Lillen! Oha, was ist was? Oh, wenn ich kann ihn gar nicht angreifen. Aua. Nein, nein! Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Sensen DOS machen. Ich habe doch hier gar niemanden. Das war jetzt blöd. Das war voll die Verschwendung. Ich wollte Sensen DOS weg. So, das kann ich jetzt wieder machen. Das wollte ich eigentlich tun. Oh, die treffen mich echt. Die sind super schnell. Ich kann hier kaum reden in der Zeit. Dabei springe ich. Na komm. Mach mal eine Raserei gegen die Viecher. Jetzt machen die sich natürlich wieder neue. Mag sein, ist okay, aber kann ich wenigstens auf den einen mal schießen. Ach, eine Logikbombe auf alle wäre doch sicher auch ganz lustig. Dann habe ich ihn nämlich vielleicht jetzt auch getroffen. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Oh, jetzt hat sie sich automatisch umgedreht. Schuss verschwendet. Ich hoffe, das war der Richtige, den ich getroffen habe. Oh, das ist echt... Ja, das war klar. Ich habe es gerade schon sagen wollen. Es ist echt schwer, dass ich hier gerade wieder ganz schön... Ja, in Gefahr komme. Mach einen Schuss direkt drauf. Aua. Lasst mich doch mal in Ruhe. Das
Das ist so nervig, dass die dann doch noch kommen, obwohl ich im DOS bin. Ja, super. Hallo, weg, 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 weg. Lasst mich los. Scheiß Viecher. Ja, super. Oh, Mano. Oh, das ist schon wieder so ein schwieriger Kampf und das nervt. Mano. Ich weiß gar nicht, was das Beste ist, ja? Mann. Warum kriegt der mich immer? Ich kann nichts gegen ihn ausrichten. Ja, super, ich weiche hier aus und dann... So eine Kacke. Ich muss jetzt mal einen Cut machen, weil sonst wird der Part zu lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich sterb hier. Ja, ich sterb freiwillig. Ja, wir sehen uns im nächsten Part in der Hoffnung, dass es dann besser klappt. Bis dann.